Herzlich willkommen zum Maltisch am Mittwoch vom 6. April 2016, Episode 121. Heute bemale ich Krieger des Chaos, des Slaanesh, um genau zu sein, und gebe euch währenddessen ein paar Hintergrundinformationen zum Projekt Blutnebel um Steinbachtal. Ein Gemeinschaftsprojekt von ein paar Mitgliedern des Tabletop-Weltforum, unter anderem auch dem Balduin, den ihr vielleicht von Balduins Maltisch-Gebabbel kennt. Dann gibt es noch ein paar bewegte Bilder, die auch ein bisschen mit Sylvanion und Stirland zu tun haben. Und ich rede über dies und das. Ohne weitere Umschweife, bevor ich mich nämlich hier verquatsche, Intro! Herzlich willkommen am Maltisch und seid mir gegrüßt. Ich bin's wieder, die Hand vom Dizzyfinger, vom durch Nörgel beschenkten Dizzyfinger. Also das Wetter hat quasi mich heimgesucht und ich zolle jetzt Tribut. Ich bin erkältet, schade, schade. Und passend dazu kümmere ich mich jetzt um Chaos. Allerdings nicht Nörgel, sondern diese beiden Krieger des Slaanesh, die ich ja aus den Blood Warrior gebaut habe. Und die verlangen ein wenig nach Farbe. Die stehen nämlich schon so lange hier oben. Dann kann ich schon mal wieder was wegräumen hier oben auf meiner Ablage. Und habe Platz für weitere Sachen. Also es ist jetzt quasi ein Abarbeiten von Modellen, die schon gebasecoded und geschädet sind. Bevor ich dann wieder intensiv an anderen Projekten weiterarbeiten kann. Also ein bisschen Platz machen. Ich habe ja auch noch diesen Riesen rumstehen, da habe ich schon mal mit den Gnobbler angefangen. Ach, Riesen, ach schon. Ogre. Also ist ein Riesenmodell, der Ogre. Aber mit diesem Ogre habe ich schon mal wieder angefangen. Die Gnobbler habe ich schon ein bisschen bemalt. Das ist ja der Ogre für die Pinkflausche Skavenrosi. Hochland-Söldner-Ogre. Den hatte ich im letzten Video gebaut. Vorletzten. Bemalt. Geschadet. Und jetzt als Farbexempel muss er noch gehighlightet werden. Hier auf das Banner weiß ich noch nicht genau, was drauf kommt. Und Hochland-Banner halt, dass sie auch uns ein wenig unterstützen kann. So. Aber heute geht es um diese beiden Jungs vom Slaanesh und ich muss schneuzen. Oh, das ist doch scheiße. Zum Kotzen, Leute. Zum Kotzen. Derweil warte ich auf ein paar Pakete mit Modellen des Imperiums. Den Modellen aus der Grundbox der 6. Edition. Speerträger und Musketenschützen. Um das Projekt mit Sylvania voranzutreiben. Da tut sich ja im Moment einiges im Tabletop-Weltforum. Das wurde umgestellt. Und deshalb ist das Handling noch ein bisschen kompliziert, meines Erachtens. Aber trotzdem tut sich auch was in dem Thread. Der Balduin ist fleißig, der Devil's Advocate ist fleißig und der Sir Leon war jetzt die letzten Wochen auch fleißig, sehr fleißig. Und es ist schon schön, da was zu sehen. Und es ist auch schön, dass sich Leute anstecken lassen. Die dann auch ab und zu was posten. Und dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr Mitglied des Tabletop-Weltforums seid. Und Bock habt, eine thematisch ausgerichtete Armee des Stirland oder von Sylvania zu bauen und zu malen. Euch daran gerne beteiligen. Am geilsten wäre natürlich auch, wenn ihr schon die Motivation habt, sowieso euch auf die Discord 2017 zu bewegen, denn da wird es ein großes Spiel hoffentlich geben, wo sowohl das lebende als auch das tote Heer von Sylvania in das Stirland einfällt und bei Steinbachtal gestellt wird von den Stierländer Truppen, angeführt durch Lichtmagier, Lebensmagier, Sigmarpriester, Hauptmänner des Imperiums und alles sowas. Und dann zurückgedrängt werden soll. Es wird spannend. Ich freue mich schon darauf. Wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, ich warte halt noch auf Modelle.
um dann weiterzubauen. Wenn dieses Video hier bearbeitet, also jetzt für mich, perspektivisch für euch wahrscheinlich, eher in die Vergangenheit gerichtet, diese Aussage, versuche ich nochmal eine Dizzy Fingers Depesche aufzunehmen und da quasi den aktuellen Stand zu zeigen bzw. zu nennen. Und auch ein kleines Green Stuff Tutorial einzubauen. Aber das werden dann natürlich diejenigen, die sich auch die Videos da anschauen wollen. Also Dizzy Fingers Depesche gibt es erst eine, aber die sich dann auch zur Zukunft daran beziehungsweise das anschauen so wollen, die werden das dann ja sehen. Deshalb an dieser Stelle gar nicht mehr so viel dazu. Ja, dann habe ich natürlich wieder viele Anfragen bekommen. Oh, kannst du mal dies machen, kannst du mal das machen. Es wäre cool, wenn einer von euch da draußen einen Saurus-Krieger der Echsenmenschen, beziehungsweise aktuell heißen die ja, wie heißen die nochmal? Seraphon, genau. Einen ganz normalen Saurus-Krieger, der Seraphon besitzt, den er mir zukommen lassen würde, um ein How-To zu machen. Ich würde nämlich gerne einen Seraphon bemalen. Aufgrund auch des Wunsches. Bin aber natürlich nicht gewillt, jetzt mir sofort eine Box zu holen. Von Modellen, die ich so eigentlich gar nicht brauche. Für bemalen ja, aber sonst stehen die halt nur rum. Deshalb, wenn einer von euch ein Modell hat, das er bemalt haben möchte, mit einem How-To, hier bin ich, würde ich natürlich gerne machen. Wo wir gerade sind, bei steht rum. So ist es natürlich jetzt auch an der Stelle. Ich habe zwar gesagt, es wird nicht passieren, aber ich habe mich von meinen alten Bretonen getrennt, den Bretonen vom Games Workshop, um diese nur noch mit Parry Miniatures darzustellen. Ich besitze dann, glaube ich, noch 16, 17 oder 18 irgendwie sowas, Landsknechte, eine Handvoll Ritter und einen Pegasus-Ritter auf Rundbasis, ja, tatsächlich. Ich hatte da ja mal sowas am Anflug von. Die besitze ich noch, werde die dann auch fertig bemalen und irgendwo hinstellen. Aber der Rest meiner neuen, also Bretonen, Neo Bretonia, wird tatsächlich nur durch den Hersteller Parry gestellt und Fireforge. Ich besitze dann noch die bretonische Maid zu Fuß. Und einen Paladin zu Fuß, einen alten. Die habe ich mir behalten, da die nämlich so bemalt sind, wie meine Frau und ich im Reenactment aussehen. In etwa. Und da habe ich halt eine persönliche Bindung zu. Deshalb behalte ich die. Aber alles andere kommt raus. Beziehungsweise ist im Prinzip raus. Muss nur noch den Tausch abwickeln. Dafür gibt es viele Sachen vom Imperium. Und auch ein paar Taler. Und ich habe in meinem Regal dann auch wieder ein Fach frei. Denn wenn ich jetzt mal rückblickend schaue, die Bretonen haben eher ein tristes Dasein gefristet in meinem Regal. Da ich ja gerade auch dieses mit Parry Miniatures aufbaue und die einfach cooler finde. Diese historischen. Weil ich die halt als Warhammer Imperium, Warhammer Bretonen, im Zweifel auch Age of Sigmar nutzen kann, aber auch Sachen wie Avatars of War oder auch historische Tabletops mal damit spielen könnte, problemloser. Da sie ja alle sehr historisch aussehen. Ja, also die alten Bretonen, die ihr eine Zeit lang bei mir gesehen habt, sind nicht mehr mein. Dafür gibt es aber dann hoffentlich bald mehr neue Bretonen von Parry. Die werden ja nach Fluffhammer aufgebaut, nach dem Regelwerk, das im Tabletop-Weltforum entstanden ist. Was viel, viel geschichtsträchtigere Schlachten zulässt.
und auch wieder den Einsatz von großen Regimentern begünstigt. Und auch diese starken Heldenkombis, die man stellen kann, nervt, also quasi debufft. Da nämlich ja, Helden und Kommandanten ein Pool sind, mit maximal 30% der Gesamtpunktzahl und nicht mehr zwei Punkt-Pools mit maximal 25. Das heißt, man hätte nach 8. Edition, bzw. kann nach 8. Edition Warhammer bis zu 50% seiner Punkte ausgeben für Helden aus Bereich Helden und Kommandanten. Ich fasse die jetzt mal umgangssprachlich als Helden zusammen. Das heißt, spiele ich ein 1500-Punkte-Spiel, habe ich 750 Punkte nur für böse, böse Dinger wie zum Beispiel fiese Magier oder Nahkampfmonster. Was ich bei Chaos begrüße, aber was mich bei anderen Völkern halt blöd finde. Und meine Chaos-Listen sind so ausgelegt, dass ich mit wenigen Modellen, wenigen starken kämpfe. Das ist noch okay, das kann man auch vertreten. Die sind aber alle nicht so ausgemaxt, diese Listen. Und ich habe schon einiges mitgekriegt, dass da so mit Synergie gearbeitet wird, dass das schon nicht mehr schön ist. Und deshalb finde ich das dann ganz cool, dass bei Fluffhammer das ein bisschen entschärft ist. Und man nicht ganz so viele Punkte dafür ausgeben kann, also für diese Bereiche. Und der Fokus mehr auf dem normalen Krieger, dem normalen Soldaten, wie auch liegt. Denn so eine Imperialarmee zum Beispiel, die besteht halt aus Truppen, aus Manpower und nicht aus ein paar fähigen Helden, die einen kleinen Haufen von, ich sag mal, überspitzt Banditen durch die Gegend scheuchen. Und das habe ich halt oft auch gedanklich bei mir, also ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich dann Listen geschrieben habe, erstmal für dieses What-If, also was schaffe ich mir noch an, indem ich starke Helden und Zauberer gestellt habe und den Rest halt mit Kruppzeug wie Freischärlern auch voll gemacht habe, dass ich da viele Lebenspunkte stehen habe, durch die man sich erstmal durchprügeln muss als Gegner und die fiesen, bösen Stiche von den Helden kommen. Das ist halt nicht ganz so schön. Im Nachhinein, ich bin mehr wieder dazu, klassische Armeen aufzubauen. Man hat zwar so Zwangsverpflichtete wie die Freie Scherler beim Imperium oder aufstrebende, aber noch nicht so starke wie zum Beispiel Chaosbarbaren. Aber den Kern machen auch die teureren Einheiten aus, wie Hellebardiere, Speerträger oder hier auch Chaoskrieger. Zugunsten des Kerns verzichte ich dann halt lieber auf ein paar Punkte bei den Helden. Jetzt bin ich komplett vom Thema abgekommen, weiß nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte gedanklich, ist aber auch nicht so schlimm. Denn davon lebt dieses Format hier ja. Ja, was gibt's Neues sonst noch so? Ja, bei Facebook gibt es scheinbar jetzt eine neue Gruppe für alle deutschsprachigen YouTube-Kanäle, die sich mit dem Hobby in allen seinen Facetten auseinandersetzt. Also sowohl Warhammer, andere Fantasy-Tabletops, historische, fast alles Bolt-Action und Lion Rampant und was auch immer. Also ich kenne die ja alle gar nicht. Deshalb kann ich das nicht so gut aufzählen. Aber halt eine Facebook-Gruppe, nennt sich YouCrowd, wo deutschsprachige YouTube-Kanäle gesammelt werden. Das ist quasi eine Initiative, so wie ich das mitgekriegt habe, vom Phantasos-Studio, vom Chef, dem Dominik. Und ich bin natürlich direkt gemeldet und wurde verlinkt. Hurra! Das heißt, wenn ihr jetzt von da aus kommt, von YouCrowd,
und über Facebook aufmerksam geworden seid. Willkommen auch euch hier beim Maltisch am Mittwoch. Das Format ist natürlich immer etwas schwierig. Aber auch nochmal für euch, die ihr vielleicht später eingeschaltet habt oder später dazugekommen seid. Das Maltisch am Mittwoch ist hauptsächlich eine Mahlbegleitung für euch, wo ich einfach mal so ein bisschen plauder oder mal so ganz kleine Tutorials mache, um euch einfach so ein bisschen Background bei euren Malaktivitäten zu geben. Ist quasi so, als würdet ihr euch mit Kumpels zum Malen am Nachmittag mal zusammensetzen. Und wenn diese Kumpels halt keine Zeit haben, dann springe ich natürlich für sie ein. Dann dürft ihr mich gerne anmachen auf YouTube, Facebook, im Tabletop-Forum und dürft mir lauschen, beziehungsweise könnt mir lauschen, während ihr eure Sachen malt und eure Projekte vorantreibt und ein gelegentliches Feedback wäre auch ganz cool, meines Erachtens, über die diversen Quellen. Schickt mir Bilder, schickt mir Texte. Was macht ihr gerade? Was habt ihr während dieses Videos geschafft? Worauf habt ihr Bock? Also ich bin natürlich für Wünsche offen. Und wie auch eben schon angekündigt, wenn es so Sachen sind, so macht doch mal How to Paint hierfür. Ich aber die Modelle nicht habe, bin ich auch gerne bereit, über private Nachrichten meine Adresse rauszurücken, dass ihr mir da vielleicht ein Modell schicken könnt. Zum Beispiel habt ihr eine Armee Waldelf oder jetzt Age of Sigmar, die Silvaneth. Habt Farben im Kopf, die ihr nehmen wollt, aber noch nicht genau so den großen zündenden Gedanken gehabt, wie ihr die bemalen könnt. Das ist ein grobes Thema und die Farben könnt ihr mir schicken und sagen, pass mal auf, hier so und so habe ich mir das vorgestellt. In etwa kannst du mal. Bin ich gerne bereit, ein How-To zu machen, so wie ich das mal machen könnte. Dieses dann online zu stellen, nachdem die Figur fertig ist und euch diese Figur auch zukommen zu lassen. Das heißt, ich mache quasi Live-Painting mit euch nach euren Wünschen und zeige euch das dann auch. So, und jetzt während hier die Schicht Nargaroth Knight trocknet und ich gleich mit Xeros Purple weitermache, zeige ich euch nochmal etwas bezüglich Vampire und dem Imperium. Und angekommen in der digitalen Welt sind wir bei Steeland Sylvania. Nachdem ich gestern Abend viele Game of Thrones Staffel 5 mit meiner Frau gesehen habe und ich jetzt nicht groß spoilern möchte, habe ich aber auf jeden Fall Lust bekommen, das in diese Richtung zu vertiefen und auch mal Gedanken zu spielen und bin darauf gekommen, dass ich vielleicht sowas hier in der Art noch viel mehr mache. Zombies. Das hier sind Zombies. Dann haben wir hier natürlich die Milizionäre, Freischärler und Bogenschützen, auch eher Freischärlerchor. Hier haben wir wieder Zombies, 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 auf einer Seite dasselbe. Dann haben wir hier quasi jetzt hier im Spiel die Nekrachen, sozusagen Zauberer. Ich kann natürlich alles nicht so darstellen wie im Tabletop, aber das ist okay. Dann habe ich hier hintergestellt Ritter des Schwarzen Grals. Quasi meine Rittereinheiten, die da noch dazu kommen könnten. Da weiß ich noch nicht, ob es wirklich Schwarzer Gral ist oder was anderes. Überlege ich nochmal. Dahinter stehen dann ganz brav Skelett, Speere und Skelett, Schwertkämpfer. Und dahinter kommt dann der größere Kern Sylvanias. Wir haben hier Bogenschützen, Schwerträger, also menschliche. Und hier als Generalseinheit habe ich quasi die Blutdrachen. Ritter, mir mal hier hingestellt, um das Ganze ein bisschen darzustellen. Dagegen zieht gleich ein kleines Kontingent Stierländer, nicht ganz gebalanced, ich gebe es zu, aber sie haben eine Kanone. Und ich habe auch quasi so Sachen, die ich auch einsetzen würde, Speerträger, Bogenschützen, Freischärler und Untote. Das Ganze sieht dann bei mir so aus. In der Front habe ich Zombies und Freischärler. Dadurch geschützt die Nekrachen, die ein wenig Magie wirken werden.
als Einsatztruppe die Ritter des Schwarzen Grals, dahinter Skelette und dahinter die tatsächlich Lebenden. Und ich werde mal gucken, wie jetzt Stierland darauf reagiert. Ich habe natürlich wieder keinen Sound wegen Datenschutz und sowas alles und rechtlichen Sachen. Aber ihr müsst mit meiner Stimme auskommen und mit der Musik im Hintergrund. Hier gegenüber kann ich leider noch nicht näher ranzoomen. Haben wir Stierländer Flusspatrouille, Hellebardiere, Bogenschützen. Wir haben Stierländer Schwertkämpfer. Wir haben eine Kanone. Wir haben Kriegspriester und Großklingen des Stierland. Und ich stehe. Ich stehe erstmal. Ich habe lustigerweise gerade Musik von Dark Omen auf dem Ohr, die auch in das Spiel eingebaut ist, was ganz spaßig ist. So, Stierland bewegt sich nicht. Das heißt, ich schicke mal die Toten nach vorne. Das heißt, die Zombies gehen vor. Die Speere und die Skelette gehen auch vor. Die Freischärler Bogenschützen hier, die schießen ja schon, das heißt, die lasse ich stehen. Die machen noch nichts. Das Problem ist auch die Kanonenbatterie, die das Stierland hat. Aber hier die Flusspatrouille kriegt schon ordentlich was ab. Ich werde wahrscheinlich auch aufgrund der Mannstärke diesen Kampf gewinnen. Ist ein bisschen unbalanced, wie gesagt. Aber ich möchte mir auch nicht die Blöße geben, zu verlieren. So, hier die Stierländer kriegen jetzt ordentlich was ab. Was ich ja schön gemacht finde in diesem Spiel, die Stierländer Flusspatrouille ist auch weiß-grün, wohingegen die anderen eher weiß-gelb sind. So, die Zombies schlurfen langsam vor. Da kann ich jetzt nichts dran machen. Das heißt, die Skelette sind schneller da. Und die sind doch eigentlich dafür da zum Verheizen. Das heißt, ich schicke sie einfach vor, während die Zombies schlurfen, um sich die besten Stücke vom Feind abzuschneiden. So, der Beschuss der Flusspatrouille fordert natürlich auch bei mir ein paar Opfer. Was aber weiter nichts Schlimmes bis jetzt. Hier bringen wir mal wieder ein bisschen mehr Ordnung rein. Blutritter, sag ich schon. Die Ritter des Schwarzen Grals gehen weiter vor. Und hier stürmen wir mal auf die Stellung des Feindes zu. Mit den Skeletten. Und so ähnlich stelle ich mir das dann auch für mein Projekt vor. Der Hauptteil, der lebende Teil der Armee bleibt eher hinten. Erstmal, während die Untoten nach vorne geschickt werden und immer wieder belebt werden. Kann man natürlich in diesem Spiel jetzt nicht. In dem Stile, aber es geht ums Prinzip. So, Zombies schlurfen vor. Die sind natürlich ein bisschen weit ab hier hinten. Aber so ist das. So. Speere stürmen. Nein, nicht Speere, Schwerter stürmen. Und der Krieg entbrennt. Die Untoten bestürmen die Lebenden. Und das ist sehr schön in diesem Spiel gemacht. Das mache ich gerne nebenbei mal. Wenn ich gerade keine Lust auf Malen habe oder mir die Finger, bzw. die Handgelenke davon schon wehtun, dann schicke ich einfach mal Truppen gegeneinander. Ach, herrlich, das auch anzusehen. So, der Schwarze Gral darf mitkämpfen gleich. Was haben wir hier noch stehen? Flusspatrouille, hier stehen die Kanonen, da die Sigmarpriester, das ist die Generalseinheit. Und die Bihan-Kämpfer waren, glaube ich, hier auf der Seite schon. Das sind Swordsmen. Genau, hier kämpfen auch die Bihan-Kämpfer mit. Und da sieht man ganz klar grün-gelb vom Stierland, grün-weiß von der Flusspatrouille. Und hier kommen auch schon die Zombies, um zu helfen. Und ich höre immer hier schön auf dem Ohr so Sachen wie Kill the Living, was sehr motivierend ist. So, helfe ich den Schwertkämpfern mit dem Schwarzen Gral oder gehe ich hier in die Bogenschützen rein? Da hinten sind Kanonen. Um genau zu sagen, Grollbringer-Kanone.
So, und rein in die Bogenschützen. Diese sind hier im Spiel im Black-Klar-Modus, das heißt, die laufen automatisch von Bogen, von Nahkämpfern weg. Das bringt ihnen hier aber nicht wirklich viel. Auch wenn die jetzt hier eingreifen, die anderen Bogenschützen, finde ich dann doch zahlenmäßig etwas überlegen. Man darf nicht vergessen, den lebenden Teil der Armee haben hier noch hinten stehen. Die sollen nicht weiterkämpfen, die sollen erstmal vorschluffen. Hier. Hallo? Kämpfen noch genug Sylvanen. Greift die mal an. Die Zombies wollen nicht wirklich. Na gut. Dann müsst ihr kämpfen. Dafür ziehe ich dann aber die Skelette ab aus dem Kampf. Da hat sich nämlich, glaube ich, hier der Stierländer, der Computer, als Schildwall aufgebaut. Wo natürlich schwieriger ist, durchzudringen. Hier wollen jetzt Hellebardiere meine Grals, also Ritter des Schwarzen Grals, behaken, was ich nicht so cool finde. Aufgrund der Stärke mögen die das nicht so. Und da ist die erste Skeletteinheit auch niedergegangen. Macht aber nichts, ich habe ja noch Zombies. Diese ziehe ich jetzt auch als Regiment ein bisschen weiter zusammen. Die stehen nämlich breit gefächert. So, da hinten haben wir wieder die Bogenschützen, die weiter behakt werden sollen. Ja, und im Großen und Ganzen soll eigentlich das irgendwann so aussehen. Wenn Balduin, Devils Advocate, Sir Leon, meine Wenigkeit Dizzyfinger, als auch weitere Spieler in der finalen Schlacht gegeneinander antreten, alle mit 1500 Punktenliste maximal, vielleicht auch 2000, wir gucken mal, aber 1500 ist angepeilt und das wird dann ein Mordsspaß, wenn die Toten die Lebenden holen. Ja. Also es ist auch eine Wonne, wenn man sich einfach nur hier so das Getümmel mal anschaut, wie liebevoll hier die Modelle designt sind. Hier bei den Zombies zum Beispiel. Hier sehe ich einen Altdorfer Soldaten ehemals. Hier sehe ich irgendwas aus dem Norden. Sieht aus wie ein Kislevit. Die als Zombies jetzt wieder kämpfen. Hier habe ich Grün, das könnte Stirland oder so sein. Oder auch das Hochland, da fehlt allerdings das Rot zu. Ach, das ist hübsch. Hier taumeln die Zombies weiter. Dafür ziehe ich mal die Skelette zurück. Da hat, glaube ich, gerade eine Kanone geschossen. Nee, Quatsch, das waren meine Magier. Hier den Kraichen können Feuermagie, das ist ganz lustig. So, der geht natürlich jetzt hier dankend in die Zombies rein. Oder doch nicht, zieht sich zurück, feige Sau. So, meine Ritter hier des Schwarzen Grals, die stehen da hinten, haben Bogenschützen vertrieben. Und bestürmen jetzt mal die Kriegerpriester hier. Zwar in einer Keilformation, was im Angriff natürlich einen Bonus gibt. Erinnert ein bisschen mehr an Bretonia. Die Verbleibenden der Flusspatrouille schießen noch auf die Ritter des Schwarzen Grals, die da hinten gerade anstürmen, Lanzen senken und in die Kriegspriester reinschlagen. Über sie kommen wie ein Gewitter. Da fliehen Hellebardiere vor der Übermacht der Toten. Da fliehen Speerträger.
Zombies wollen nicht so richtig. Da fliehen auch nochmal Schwertkämpfer. So. Hier sind noch helle Badiere und ich glaube, genau, die Grollbringer, Kanonen, Besatzung steht hier noch. Das sind quasi Söldner hier in dem Spiel, das Stierland. Die passen dann zu den alten Dark Omen-Spielen. Man kann auch als Söldner Morgan Bernhard, die Grudgebringer, also die Grollbringer spielen. Ist dann ganz lustig. Das erinnert dann an die alten Dark Omen-Zeiten, wo man dann auch mitgefiebert hat. Und ich bin froh, dass mein Computer am Maltisch steht, weil somit auch das hier alles zum Maltisch gehört. Sonst könnte man natürlich jetzt sagen, das ist doch Maltisch am Mittwoch und nicht spielbar am Mittwoch. Aber kann ich jetzt auch so machen. So, die Ritter haben natürlich Probleme gegen die Sigmar-Priester. Das ist die Generalseinheit. Aber die jagen dann hier einfach weiter die ganzen Stierländer weiter vor sich her. Und ich scheuche die Zombies mal in die Priester rein. Problem mit Zombies. Zombies sind Fleisch. Langsames Fleisch. Das Lustige ist, dass er immer noch in die Richtung guckt. Also hier ist die künstliche Intelligenz nicht wirklich vorhanden. Und auch spannend ist der Kriegspriester-Kult. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Video. Auch mit Grün ist. Das ist so dieser Sigmar-Priester, den man so kennt. Die anderen sind farblich doch seltsam. So, die Zombies wanken und wanken. Und sollen nicht angreifen, sondern einfach dadurch wanken erstmal. Holt die Lebenden. Er merkt es immer noch nicht. Jetzt drehen sich die ersten um, wahrscheinlich. Genau. Die schlagen schon mal zu, während ich einfach vorwanken will. Es werden viele Zombies fallen, das sind ja nur Zombies. Aber ich kann ihn noch einkesseln. Wenn ich ja hier noch ein paar Skelette über habe. Die verziehen sich gerade, die auch. Das sind Nahkämpfer, die sind nerviger, also holt ihr euch die bitte. Und das Schöne ist, Zombies, also Untote generell, laufen einfach nicht weg. Sehr schön. Ja, und das ist das, was ich zeigen wollte. Sylvania gegen Stierland. Das lebende Heer steht noch hier hinten. Das wird das, woran ich mich orientiere. Und hier haben wir auch schon mal wieder ein paar Banner. Das ist ein sylvanisches Banner. Hier haben wir Banner, wo Legion draufsteht. Und hier sind natürlich auch ganz viele kleine Fähnchen drin. Diese Sachen, die man halt so kennt mit Schädeln und Fledermausflügeln. Hier, was haben wir hier drauf? Oh, Fledermauskopf. Sicherlich gibt es hier das Banner, was ich auch machen möchte für die Speerträger. Wahrscheinlich nicht, ne? Die haben hier auch das drauf. Da hätte ich wahrscheinlich die Vampire der von Karstein nehmen sollen. Die haben das bestimmt dann drauf. Na gut, finde ich jetzt hier nicht. Schade auch. Und mit diesen Bildern aus dem Nahkampf der Kriegspriester gegen alles, was untot ist, verabschiede ich mich erstmal hier und baue mal wieder zurück auf den Maltisch. Da sind wir wieder bei den Chaoskriegern nach der Exkursion ins Stierland, beziehungsweise in eine Wüste, in der sich die digitalen Krieger parken.
Und ja, jetzt freue ich mich halt schon darauf, sowas irgendwann auch mit Püppchen zu sehen. Mit hübsch bemalten. Und so Ideen wie der 42 sie hat. Eine Armee zu kreieren, die auf beiden Seiten kämpfen kann. Ist auch sehr, sehr interessant. Und ich hoffe natürlich nur, dass er das auch ein bisschen weiter treibt, da das dem Ganzen nochmal ein ziemliches Maß an zusätzlicher Würze geben würde, also was die Geschichten angeht. Wenn zum Beispiel diese beiden Blutschwestern, die er sich erdacht hat, mitten im Kampf die Seiten wechseln, weil sie einfach einen Vampir töten wollen. Mal gucken, wie das wird. Könnte ich mir da zum Beispiel auch für das Austragen der Schlachten auf der Discord auch so extra Szenarienregeln erdenken. Dass es in einer bestimmten Region, in der man gerade ist, bestimmte Boni für die Armee gibt. Dazu kommt einfach die Tatsache, dass die Lehre des Untodes nutze. Also ich jetzt als lebendes Herr von Sylvania oder großteils lebendes Herr, dass ich die Möglichkeit habe, untote Einheiten zu beschwören, die dann auch noch bemalt werden wollen, die man dann vielleicht auch mit einem Augenzwinkern ein bisschen anders bemalt, dass da auch der ein oder andere Stierländer-Soldat dabei ist, der zu einem Zombie wurde. Die Idee ist natürlich ganz klar auch, die Zombie-Teile vom GW mit Imperiumsteilen zu mischen. Dass da nochmal eine größere Verknüpfung kommt. Die alten Schwertkämpfer sind ja auch Multipart. Da sind ja auch Oberkörper und Unterkörper erstmal getrennt. Da kann ich vielleicht noch ein paar für nehmen. Freischärler kann man dafür, glaube ich, auch ganz gut nehmen. Weil die sowieso eher so Lederrüstung, ein bisschen verwegener aussehen. Dass ich dann ein hübsches Zombie-Regiment habe. Das nicht so 0815 in Anführungszeichen aussieht wie die anderen Zombie-Regimenter, die man überall sieht, dass da ganz klar auch der Fokus auf der Story liegt. Und ja, die Story meiner Helden wird sich dann im Laufe der Zeit noch entwickeln. Ich habe jetzt den Namen für meinen ersten Zauberer. Dieser erste Zauberer wird natürlich im Laufe der Zeit noch aufsteigen. Und wird dann hinterher ein Kommandant, also von den Punkten her. Da wird dann das Modell, was jetzt erstmal er ist, ersetzt mit einem anderen. Aber bleibt dennoch in der Armee erhalten als vielleicht finsterer Akolyt des in der Geschichte befindlichen Zauberers Huron. Finsterblick Kappmann ist es, kann ich ja jetzt hier mal sagen. Ehemaliger Magier des Jade-Orden, dem Wind des Gyran verschrieben und dann durch immer finstere Rituale verführt worden von der dunklen Seite der Macht und nun praktizierender Magier der Lehre des Untodes. Und da passt es auch ganz gut, dass zufällig der Balduin sich als Zauberer, ja, ich weiß, in Warhammer Fantasy sind es im Imperium eigentlich Magier, ich finde aber Zauberer cooler vom Namen, auch einen Zauberer mit dem Wind des Gyran gewählt hat,
was vielleicht auch mal ein bisschen Geschichte ermöglicht. Diese ehemals auf der Magieakademie des Imperiums beides Studenten waren, die sich gut verstanden haben und dann plötzlich so auf dem Schlachtfeld wiederfinden. Dass da auch irgendwelche gewisse Konflikte zwischen den beiden gibt. Oder auch moralische Konflikte, dass man sowas dann vielleicht noch einbinden kann in die Geschichte. Es lässt halt alles viel Raum für schöne Erzählungen. Und ja, ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, mal im Tabletop-Weltforum zu schauen. Das Projekt Blutnebel um Steinbachtal. Und da könnt ihr euch dann auch auf dem Laufenden halten immer. Ich hoffe, dass es dann nach einer gewissen Anzahl bemalter Modelle auch erste Spielberichte gibt. In aufgenommener, in geschriebener Form. Ist alles gut. Und alles gern gesehen. Wir werden sehen, was passiert. Und wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja, dieser Krieger, wo wir gerade bei Projekte sind, ist ja immer noch Seelenfeuer über der Krallensee. Das Slanisch-Hochelfen-Projekt, also Slanisch- und Hochelfen-Projekt vom Silent und mir. Und da werde ich natürlich auch dran arbeiten. Modellmäßig habe ich erstmal alles, was ich brauche für das Projekt. Da brauche ich nichts Neues groß mehr. Nur zeitmäßig ist es. Ich muss jetzt mich jetzt auch noch um einen Malauftrag kümmern. Aus der Box Death Watch Kill Team. Zweimal die Modelle. Also der Kunde hat ein paar davon umgebaut. Dass die natürlich nicht alle gleich aussehen und auch zu anderen Orden ehemals gehörten. Muss ich mich natürlich dann auch noch bei Zeit drum kümmern. Das heißt, es ist immer viel zu tun am Maltisch. Und immer viel zu wenig Zeit. Deshalb kann es sein, dass ich jetzt auch mal ab und zu mit den Projekten richtig übel hoppe. Das aber aus dem Grund, weil ich das machen möchte. Zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade Lust drauf habe. Erwartet nicht unbedingt die nächsten Wochen kontinuierliche Arbeit. Werden wahrscheinlich eher so Einzelmodelle für Spaß, für Lust an der Freude sein. Und zwischendurch immer mal so Updates, was so passiert. Die Geschichte um Rufus von Greifenfels wird nächste Woche weitergehen. Also wir hatten uns ja darauf geeinigt quasi, beziehungsweise ich hatte mich mit dem Würfel darauf geeinigt, dass er bei einem Reliquienhändler als nächstes ankommt. Das wird auch passieren. Dort wird er auch etwas kaufen. Und dann, dass es nicht nur diese Kaufszene ist, wird es weitergehen. Da wird quasi noch was passieren. Dafür brauche ich aber noch bemalte Modelle, die ich bis dahin noch fertig machen möchte. Sonst kann die Geschichte nämlich nicht mit der gewünschten, also von mir gewünschten Wendung weitergehen. Ich hoffe natürlich, dass ihr da auch Verständnis für habt. Schauen wir mal auf den Tacho. Wir sind noch lange nicht bei einer Stunde angekommen. Aber das sollte erstmal für heute reichen. Ich muss mir nämlich zum Beispiel noch Balduins aktuelles Maltischgebabbel Nummer 37 anschauen. Finde es äußerst interessant, dass der Balduin da so das ein oder andere Element aus meinen Videos übernommen hat.
finde das natürlich auch schön, dass man so auch gegenseitig voneinander lernt. Und bin gespannt, was er in seinem nächsten Video zu berichten hat. Ich habe mir das Intro schon mal angeguckt. Es ist wohl, sind wohl alte, also zeitlich alte Spielberichte auch da drin. Gegen den Ratz. Da bin ich mal gespannt, was da so passiert. Werde mir das nachher auf die Ohren klemmen, wie ich hier die Modelle weitermale. Werdet ihr wahrscheinlich dann schon im Forum oder bei Facebook gesehen haben. Und als Thumbnail für das aktuelle Video. Und dann hoffe ich auf Anregungen für nächste Woche, für die nächste Episode beim Maltisch am Mittwoch. Von euch, denn das ganze Ding ist von mir, für euch, mit euch und auch um euch herum. Und ich würde sagen, mit diesen Pinselstrichen hier gebe ich weiter zur Endcard. Herzlich willkommen auf der Endcard. An einem längeren Video hat mich leider Papa Nörgel gehindert, denn es ist halt kacke krank zu sein. Aber nächste Woche, da bin ich bestimmt wieder total fit und top motiviert und mache euch auch ein längeres Video. Und bis dahin habt ihr die Chance, einen so großen Haufen, nicht vor meine Tür zu scheißen, nein, sondern einen so großen Haufen an Ideen, Wünschen und Anregungen unten in die Kommentare zu hämmern oder wo auch immer hier die Kommentarfenster sind, mir als persönliche Nachricht oder sonstigem zukommen zu lassen, auf das ich darauf eingehen kann. Jawohl! Und ich freue mich schon auf nächste Woche, denn es gibt Rufus von Greifenfels, ja, ja, da geht es weiter in der Geschichte. Und es gibt vielleicht auch ein bisschen mehr zu zeigen für Sylvania, was ich allerdings auch in den Videos für diese Fingers Depesche abarbeite. Und bis es dann soweit ist beim nächsten Video, habt ihr erstmal hier und hier die Möglichkeit, auf ältere Videos zu klicken. Von damals, früher. Und unter in der Videobeschreibung habt ihr dann Maltischer Mittwoch bei Facebook, im Tabletop-Weltforum und vielleicht in Zukunft auch den Thread der Discord 2016. Nein, 17. Ha, siehst du, wieder ein Jahr vertan. Und ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß hattet. Ich hatte meinen Spaß, werde auch weiter Spaß haben jetzt noch bei euren Wahlen. Und seid produktiv, seid kreativ. Lasst euch nicht einreden, dass ihr komische Püppchen bemalt, sondern ihr habt das coolste Hobby überhaupt. Bis nächste Mal beim Maltischer Mittwoch mit diesen Finger. Auf Wiedersehen.